BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Spätestens mit der Erfindung des Chatbots ChatGPT im Jahr 2022 ist künstliche Intelligenz oder abgekürzt KI wohl vielen Menschen ein Begriff. Doch was steckt hinter der Technologie, die es Computern ermöglicht, menschliche Intelligenz zu simulieren? Dieser Frage kann man ab jetzt in Reutlingen auf den Grund gehen, wo am Dienstag der sogenannte AI Experience Room seine Pforten geöffnet hat. Und ich habe mich dort einmal für Sie umgeschaut. Ein bisschen wie ein Escape Room ist er aufgebaut, der neue AI Experience Room in Reutlingen. Durch das Lösen von Rätseln gilt es hier, sich von Raum zu arbeiten. Doch das Ziel ist es in diesem Fall nicht, wie bei einem Escape Room aus dem Raum zu entkommen. Vielmehr soll man hier etwas lernen. Alle Rätsel haben mit künstlicher Intelligenz zu tun, um tatsächlich sehr niedrigschwellig zu lernen, zu erfahren, was KI alles möglich macht. Aber es geht auch um das Lernen. Also es ist nicht nur Spaß, ja, sondern es geht auch darum, Dinge wirklich zu erleben, was mitzunehmen, zu lernen und so ein bisschen anzufangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Anfangen ist ein gutes Stichwort, denn nach der Eröffnung mit dem obligatorischen Banddurchschnitt ging es für einige Gäste der Eröffnungsfeier auch gleich auf eine erste Testrunde. Los ging es in einer analogen Welt, wo zum Beispiel mit Entscheidungsbäumen gearbeitet wird, so ähnlich wie auch eine KI Entscheidungen trifft. Im zweiten Raum geht es darum, wie künstliche Intelligenz in der Zukunft einmal eingesetzt werden könnte, zum Beispiel mit ferngesteuerten Robotern, die so oder so ähnlich zum Beispiel einmal in der Chirurgie eingesetzt werden könnten. Das ist hochspannend. Ich meine, wir hatten ja eine Anleitung. Und insofern war es klar, was zu tun und zu lassen ist. Aber wenn man sich vorstellt, man kommt da rein, hat eben keine Führung und muss sich selber überlegen, was mache ich jetzt, um die Fragen zu beantworten, um voranzukommen, die Aufgaben zu lösen, das ist schon herausfordernd, da muss man Hirnschmalz einsetzen. Ein hochkomplexes, breites Themenfeld sei künstliche Intelligenz, sagt auch Klaas Bollhöfer. Da das Thema schwer greifbar sei, wolle man Situationen schaffen, um zu erleben, was mit KI alles möglich sei. Und das lernt man am besten, indem man Dinge realisiert, anfassen kann, sie einfach auch mal ausprobieren darf, ohne dass sie kaputt gehen. Ja, und dadurch natürlich lernt. Und auch vor allen Dingen inspiriert wird, sich damit stärker auseinanderzusetzen. Auch ich selbst durfte einmal testen, was künstliche Intelligenz so alles kann. Und zwar an einem Roboter, der mich mit Hilfe eines zuvor gemachten Fotos gezeichnet hat. Wer den AI Experience Room jetzt selbst einmal testen will, muss sich allerdings noch einen Moment gedulden. Ab Ende Oktober kann man den Raum als Gruppe online buchen. Der FDP-Kreisverband Reutlingen hat am Donnerstag einen neuen Kreisvorstand gewählt. Im Rahmen der Mitgliederversammlung wählten die Beteiligten den Bundestagsabgeordneten Pascal Gruber aus Gummatingen als neuen Kreisvorsitzenden. Er löst damit den bisherigen Amtsinhaber Christoph Weiblen ab, der nicht mehr zur Wahl angetreten war. Die stellvertretenden Vorsitzenden sind Wolfgang Reiser aus Münsingen und Sarah Zickler aus Reutlingen. Schatzmeister bleibt Thomas Steinmeier. Die neue Schriftführerin ist Tanja Münch. Robin Mesarosch wird als Kandidat für die SPD bei der Bundestagswahl 2025 im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen antreten. Der 33-jährige Bundestagsabgeordnete aus Sigmaringen erhielt 53 Ja-Stimmen und erzielte damit ein einstimmiges Ergebnis. Mesarosch zeigte sich dankbar für das Vertrauen seiner Partei und betonte, er werde alles daran setzen, diesem gerecht zu werden. Auch Pascal Kober tritt bei der Bundestagswahl 2025 erneut als Kandidat für die Freien Demokraten im Wahlkreis Reutlingen an. In seiner Bewerbungsrede betonte Kober, dass der Staat ausreichend finanzielle Mittel habe, um wichtige Bereiche wie Bildung, Sicherheit, Klimaschutz und digitale Infrastruktur zu fördern, jedoch den Mut brauche, weniger dringliche Themen zurückzustellen. Kober vertrat die FDP und den Wahlkreis Reutlingen bereits von 2009 bis 2013 und seit 2017 wieder im Deutschen Bundestag. Und soweit die BW1 Nachrichten für heute. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.